Kurz nach sechs. Kein Bock. Ey, mein Rücken, ey. Schlecht geschlafen. Aber das ist ja nichts Neues. So, jetzt Kaffee, Wettercheck. Draußen noch absolut stockdunkel. Ist ja klar. Ja, mitten in der Nacht. Kaffee getrunken, Wettercheck gemacht. Quatsch. Sonne geht langsam auf. Man sieht immer noch diese Wolkenfront am Horizont. Wetter soll heute okay sein. Offiziell haben wir es gerade hier 17 Grad. Ich muss fast meine Jäckchen anziehen. Super kalt, Mann. Wir haben maximal 25, 26 Grad heute angekündigt. Und ja, nachts wird es jetzt unter 20 Grad. Was ist denn los, Mann? Ja, ist super kalt. Ja, Stau gerade. Wenn ich jetzt losfahren würde, würde ich 55 Minuten zur Arbeit brauchen. Und wir haben schon 10 vor 7. Das heißt, ich muss mich jetzt rucki-zucki fertig machen, damit ich noch pünktlich zum Core-Meeting um 8 Uhr komme. Ich hoffe, der Stau löst sich minimal auf. Also noch ein bisschen. Ansonsten wird das schon wieder ziemlich knapp. 20 nach 7 ist es und ich habe diese Jacke mal an. Denn es ist wirklich kalt. 19 Grad zeigt das Temperaturmessgerät an. Und es ist wirklich kalt, Mann. Bevor ich die Heizung hier anmache, ziehe ich einfach ein Jöckchen an. So, ich soll genau 2 Minuten nach 8 da sein. Fantastisch. Und ich habe ohne Ende Stau. Ich brauche 41 Minuten. Und das wird verdammt knapp. Hat sich nicht sonderlich aufgelöst, ein bisschen. Also, ne? Ich brauche jetzt 10 Minuten kürzer als noch vor einer Stunde. Ja, aber 1 Minute nach 8 ist halt eigentlich grundsätzlich und faktisch zu spät. Ich habe jetzt angewöhnt, klassische Musik zu hören auf dem Weg zur Arbeit. Dann stresst mich das ja nicht so viel. Brutalster Stau, schon super früh da. Jetzt komme ich genau um 8 Uhr an, das heißt, ich habe schon 2 Minuten rausgeholt, wie auch immer das passiert ist. Aber hoffentlich löst sich es noch ein bisschen mehr auf. Super diesig wieder, genau wie gestern. Es löst sich hoffentlich auch auf. Genau 2 Minuten vor 8 bin ich da. Keine Wolke am Himmel. Sieht so aus, als wäre es windstill. Aber das soll auf keinen Fall so bleiben. Immer noch super diesig irgendwie, aber es passt schon. So, jetzt bin ich mal gespannt, was dieses Core Value Meeting ist und ob das in irgendeiner Form Sinn ergibt, so etwas abzuhalten. Das Core Value Training ist vorbei und hat echt eine Stunde gedauert. Und da kam extra einer vom Management, der Operations Manager, und hat das gemacht. Richtig mit PowerPoint-Präsentation und Kärtchen ausfüllen und boah. Aber gut, es gab Essen. Frühstück habe ich jetzt noch nicht gegessen, aber habe ich Essen für den Rest des Tages. Auch nicht schlecht. So, jetzt Pre-Flight und den Flug hinter mich bringen. Mehr ist nicht drauf gekommen bisher. Beide meiner Kollegen wussten nicht, dass Blue Hawaiian für das Medical bezahlt. Die haben das immer selber bezahlt. Also, ich lasse mir das bezahlen. Klar. Ey, packen die mir noch einen Flug drauf, ne? Um 2:30. Das heißt, ich habe hier jetzt einen am Morgen und dann wieder um 2:30. Ey, das kann nicht wahr sein. Jetzt schreibe ich einen Safety Report. Ne, so geht's nicht weiter. Okay, das war's. Zweiter Flug hinter mich gebracht. Ey, das war so eine Familie, boah, ey. Die hat bei jedem Turn geschrien. Ich weiß jetzt nicht, ob es aus Angst war oder aus Freude oder Excitement, weißt du? Aber ist auch völlig Latte. Auf jeden Fall ging mir das ziemlich auf den Keks. Und egal wie sanft ich den Turn dann gemacht habe, die haben immer noch geschrien. Und deswegen habe ich sie dann auch wieder rumgerobbt. Also, den Heli. So, jetzt habe ich natürlich ohne Ende Stau. Ich brauche 37 Minuten nach Hause, also es kann schlimmer kommen. Und ich bin um 20 nach 4 zu Hause. Morgen habe ich zwei Flüge und der erste
der ist um 3:05 und dann habe ich noch einen um 3:30 und dann ist halt diese Party. Also es ist ja halt keine richtige Party, das ist mehr so ein Zusammenkommen, Essen, Trinken, theoretisch auch, aber ich muss ja nach Hause fahren. Bringt also gar nichts. Ja, Fun, Food and Prizes, was immer da. Auf jeden Fall, ja, ist das die Holiday, weil man kann es ja nicht mehr Weihnachtsfeier nennen. Deswegen ist es die Holiday Party von Mitarbeitern der Oahu Base. Also ist mehr so im kleinen Rahmen. Mal gucken, wer von der Führung kommt aus Maui. Aber ja, es gibt keine große Weihnachtsfeier, wie ich ursprünglich gedacht habe, von allen Mitarbeitern von ganz Blue Hawaii irgendwo zentral, sondern es gibt hier so eine Holiday Party in einem Restaurant oder in einem Grill. Ja, die Briefumschläge von letzter Woche, die habe ich bekommen, aber das war auch wieder eine komische Story, Mann. Und zwar waren die nicht in meinem Briefkasten und da habe ich alle gefragt, immer, wo sind die, wo sind die? Und keiner wusste es. Ja, und dann bin ich mal durch die anderen Briefkästen gegangen und dann waren die alle in Kojis Briefkasten. Und alle meinten, ja, habe ich nicht angefasst. Keiner meinte, ja, habe ich nicht gesehen. Keiner. Also irgendjemand musste sie ja da reingeschmissen haben. Das war schon seltsam. Naja, ist ja auch egal, ich habe sie. Und außer zwei, alle leer. Also es ist schon seltsam. Ja, und die Leere, ja, es sind aber alle zu irgendwie. Aber es kann natürlich eine hohe Luftfeuchtigkeit liegen. Ja, heute, die ganze Luft, ja, ist voller Asche. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Und die heißt, Fog ist ja Nebel, ja. Und das heißt nicht Fog, das heißt VOC. Volcanic Ash in the Air. Also das sind ja harte Partikel. Oder Asche anstatt Moisture. Also habe ich auch nie gehört. Ich bin auch nie durch Wok geflogen. Aber es ist halt Wok und nicht Fog. Ja, das war auf jeden Fall auch interessant, denn das ist wirklich eine schlechte Visibility hier. Ja. Also die nächsten Inseln, man sieht normalerweise mindestens Molokai, ja, das ist ja nur 26 Meilen entfernt. So ein bisschen, aber das kann, das ist man sieht gar nichts. Die ganze, das gibt wahrscheinlich auch diese geilen Sonnenuntergänge, beziehungsweise das gibt halt diese komplette Farbe im Himmel, weil wir halt diesen Bock überall haben. Muss man gucken, ob es da einen deutschen Begriff für gibt. Ich glaube nicht. Warum sollte es auch? Aber muss es ja. Also, irgendwas Nebel, Nebel durch vulkanische Asche. Gibt es da einen deutschen Begriff? Keine Ahnung. Übelster Stau natürlich. Ja. Aber essen muss ich heute nichts mehr, das ist das Gute. Denn ich habe ja gut gefrühstückt, mehr oder weniger, oder Lunch gehabt. Das war einfach nur ja, so ein paar Wurststücke auf Reis und dann so ein Ei darüber. Also es waren auf jeden Fall mehrere Eier, so ein Rührei-Zeug. Aber nicht schlecht. Ein bisschen Sojasauce drüber. Passt. Ja, kein Trinkgeld heute. Beim ersten Flug der Koji heute, bevor der überhaupt losgeflogen ist. Ja, der wollte gerade abheben, so ja, alles klar, bla. Kriegt der $300 zugesteckt. Ey, wieso passiert mir sowas nicht? Weißt du, das verstehe ich nicht. Ich meine, das kann nicht an der Tour liegen, weil die hat ja noch gar nicht stattgefunden. Verstehe ich nicht. Aber gut. Ich wäre nicht mehr zufrieden, wenn ich nicht wüsste, was die anderen machen würden. Weißt du? Stau. 4:30 hat sich alles nach hinten verschoben. Alle offenen Briefumschläge leer, alle geschlossenen ist was drin. Die Jamie hat die Briefumschläge nicht in den Briefkasten getan. Das muss der Koji gewesen sein. Wieso sagt er mir nicht immer, ich habe die aus Versehen in meinen Briefkasten getan oder ich habe die sehr, sehr seltsam und verdächtig. Ja, von hier aus sieht man den Wok gar nicht so. Blauer Himmel. Da hinten sieht man es schon. Und da hinten ist ja irgendwo das Big Island. Und die Kollegen haben erzählt, der Vulkan wäre nicht mehr am Blubbern, der wäre richtig explodiert und ausgebrochen. Das muss ich mir gleich mal online anschauen, ob das ein Scherz war oder ob das übertrieben war oder wie auch immer. Denn das wird ja wieder ganz spannend. So, morgen noch nur zwei Flüge um 3:30 und 4:30 und danach halt diese Party.
Und dann haben wir ab morgen Nachmittag nur ein Helikopter für 3-4 Tage. Und dann geht direkt der andere in Maintenance. Und dann haben wir wieder für 3-4 Tage nur ein Helikopter. Und dann geht aber der andere in Maintenance. Fantastisch. Das heißt, eventuell geteilte Tage oder gar keine Tage für mich. Denn ich bin ja die Nummer 2. Ich habe noch 15 Stunden weniger als alle. Habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt. So, ja, angenehm kühl. Also auf die Autofahrt 27 Grad und dann natürlich die Sonne knallte. Natürlich unangenehm. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob hier alles noch feucht ist hier im Garten. Sieht so aus. Papayasamen. Ja, alles noch feucht genug. Garten sieht auch noch gut aus. Hat sich jetzt nicht irgendwo großartig braun eingefärbt, aber ich habe auch ziemlich hochgestellt. Sieht gut aus. Na, so, jetzt entspannen. Morgen ausschlafen. Also zumindest theoretisch kann das sich alles noch ändern, das Schedule. Also das mit dem Trinkgeldern, ja. Also ich mache ja ohnehin nicht viel. Wenn sich da noch einer dran vergreifen würde, ja, das wäre ja was. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee war. Aber egal. Ich hatte, bevor ich die Gardinen hier hatte, hatte ich einen Duschvorhang gehängt. Und der Duschvorhang, der war ja schon ziemlich schäbig, da waren Löcher drin und so weiter. Auf jeden Fall habe ich den nicht jetzt klein geschnitten. Aber das Problem ist, dass der natürlich hier aus mehreren Layern besteht. Weißt du? Aber der passt jetzt genau an das Küchenfenster, wo dieses schäbige Küchenhandtuch oder dieses Handtuch hängt immer schon. Und das heißt, ich hänge ihn jetzt einfach hier hin und dann deckt das Fenster perfekt ab. Und habe ich da auch eine Gardine. Gardine. Na, was das schäbiger aussieht, weiß ich nicht. Aber ich hätte mir beim Schneiden auf jeden Fall mehr Mühe geben sollen. Denn das sieht natürlich ganz schön zerrubbt aus hier. Aber es deckt das Fenster ab. Und zur Not kann ich es aufschieben. Aber es sieht schon ganz schön schäbig aus. Ich könnte es noch mal ganz gerade abschneiden und die Stange ein ganz bisschen runtersetzen. Dann ist es auch komplett geschlossen. Aber dann habe ich wenigstens so eine schöne untere. Also es hat mir die Küche ein bisschen zu sehr abgedunkelt da, ja. Und da wollte ich doch den inneren Layer rausmachen. Denn der ist das, was das abdunkelt, sodass das dann durchscheint. Da habe ich zu spät gesehen, dass das hier nur ins in 3 Teile zerfällt. Und hier ist das da irgendwie noch angeklebt und verfällt in Einzelteile. Ey. So, das Resultat ist, ja, dass ich das nicht easy abbekomme und dass man da jetzt natürlich genau so wie geplant durchgucken kann. Aber hier habe ich halt noch dieses zerfetzte, angeklebte Ding. Von außen sieht man eigentlich keinen Unterschied. Ja, sieht man doch. Gott. Ja, das muss ich dann irgendwann in der Feinarbeit abfimmeln. Aber dann sieht es, glaube ich, gut aus. Fast wie eine Gardine. Scheint halt Licht durch, ist halt nicht komplett dunkel. Aber das gibt eine Schweinearbeit. Wie dämlich. Nervig. Boah, ist das ein Drama, Mann. Das Zeug hier abzufisseln. Ich gucke hier eine Serie, ja, und ein bisschen ist noch übrig. 2 Stunden sitze ich jetzt hier dran. Es ist 7 Uhr, mittlerweile stockdunkel. Ja, eine halbe Stunde werde ich noch brauchen, aber dann bin ich ja nicht durch. Dann kann ich die Gardine aufhängen. Also, die Jetzt-Gardine. Boah, war das ein Drama. Alter Schwede. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es eventuell gar nicht gemacht. Aber, ha, look at that. How nice is that? So, bin ich den blinden Duschvorhang los, der ein Loch hatte und zu schmal war für die Badewanne. Der muss ja so weit sein wie die Badewanne. Und ich gehe mal sehr stark davon aus, ja, dass man von außen nicht reingucken kann. Aber es ist trotzdem, also das habe ich ja vorher schon gesehen, nicht verdunkelt. Ja, Hammer. Einwandfrei. So, ja, wenn die Leanne hier wäre, die könnte das schön unten und seitlich nähen, ist aber nicht und von daher bleibt es einfach so.
Ich finde es gut. Passt perfekt hin. Ja. Gefällt mir sehr gut. Außer dass es hier unten halt ziemlich zerfetzt ist. Und hier tiefer abgeschnitten ist es gar nicht gerade. Aber immer. Völlig egal. Erfüllt seinen Zweck. Einwandfrei. So, jetzt muss ich mir überlegen, was ich esse. Ob ich jetzt die Nudeln esse, die ja nicht besser werden. Ne? Und das restliche komische Essen hier. Oder nochmal ein Brot. Ja, morgen ist Geld nicht rausgekommen. Es bleibt bei den beiden Flügen. 14.25 Uhr, 15.30 Uhr. Danach geht es halt zu dieser komischen Party. Das heißt, morgen auf jeden Fall auspennen. Das heißt, ich könnte mich eigentlich richtig geil vollfressen, ohne dann Gefahr zu laufen, morgen nicht alles auf dem Topf direkt und so weiter. So, ja, deswegen mache ich mir jetzt die Nudeln. Es ist Abend, Nacht geworden, genau wie jetzt. Es ist genau Viertel nach 10. Aber morgen kann ich auch schlafen. So, ich habe ja noch ein Video zusammengeschnitten von gestern. Es wird gerade final gecheckt. Ja, ist ja interessant, dass den ganzen diesige Wolkenfront hast du nicht gesehen gestern, dass es alles Asche ist und von dem Vulkan kommt. Und zwar ist das nicht der Vulkan in Baikalor, sondern das ist der andere, der so brodelt plötzlich. Aber so großartig Videos und sonst was habe ich jetzt gar nicht gefunden in den Nachrichten. Ja. Und weiß nicht, ob ich es so schon erzählt habe, aber meine beiden Kollegen, die haben sich noch nie das Medical erstatten lassen hier vom Blue Hawaiian. Aber der eine vom Management war heute da. Ich meinte, ja klar, wird das ersetzt. Ja, Termin nächste Woche Freitag. Habe ich auf den Schedule schon packen lassen, also es wird mir nicht verbucht. Und wir haben eben nur einen Helikopter an dem Tag, von daher kann ich da auf jeden Fall hin. Ja, also die eine Kollegin, ja, die hat mir in der Pause, ich hatte ja eine Pause, ich hatte den Flug um 10 heute und dann den nächsten um 2:30. In der Pause mal hier den einen dicken Hubbel massiert, ja. Und das tat ja wirklich gut, besonders als der Schmerz dann nachließ von der Massage. Aber das Ding, das tut jetzt vielleicht weh, Mann. Also, das hat die, glaube ich, eher noch reinmassiert. Ob ich jetzt schocken lasse oder das einfach mal so lasse, weiß ich jetzt nicht. Ey, es ist auf jeden Fall schmerzhaft, es nervt mich tierisch. Also auch nur diese eine Stelle, diese eine krasse Huggel hier. Halt mal spannend. Ja. Ja, ich bin gespannt, was das hier morgen da für so eine Party wird. Also, Preise, es soll Flugreisen geben. Erster Klasse als möglicher Gewinn oder sonst was. Also gab es zumindest schon mal. Es wird alles irgendwie überall weniger. Aber, ja, also auf jeden Fall was Besseres als Schlüsselanhänger, so was ich so im Kopf hatte. Yo. Ja, viel zu viel gegessen wieder. Also diese Portionen, die sind einfach viel zu fett, Mann. Boah. Trainieren hab ich schon wieder nicht. Aber morgen. Unbedingt. Habe ich jetzt irgendwie nicht die größte Lust gehabt. Ist wieder windig geworden. Morgen wird es auch wieder schön windig. Okay. Regen fällt kaum, überall, nirgendwo, also der Wasserfall, hier sogar die Sacred Falls, der eigentlich immer Wasser hat, kaum Wasser. Sieht nicht schön aus. Also, sieht natürlich immer noch ziemlich geil aus, aber nicht so schön, wie er könnte. Okay, das war's für heute. Schnorchel habe ich bestellt, weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. Kommt irgendwann in der Woche an und dann werden wir mal hier ein paar Unterwasseraufnahmen machen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und da werde ich mal die GoPro ausprobieren unter Wasser und auch diese kleine Minikamera. Da habe ich diese Schutzhülle, die ich eigentlich ausprobieren wollte gestern, schicke ich wieder zurück. Denn man muss das Ding anstellen mit dieser kleinen Mini-Fernbedienung oder mit der App. Geht ja gar nicht. Also das Billigding, was ich da hatte, für 15, 16 Dollar, da muss ich schon 30 Dollar ausgeben und dann hat das halt so einen eingebauten Druckknopf und dann kann das unter Wasser ein- und ausschalten. Muss ich einfach haben. Habe ich mir jetzt bestellt. So. Das war's. Draußen schön ruhig. Runtergekühlt auf hier drin 22,8 Grad. Ja, es soll ja laut Wetterbericht 17 Grad nächste Nacht werden.
Also es ist ein neuer Minusrekord sozusagen. Und die Jacke, die habe ich heute Morgen echt fast gebraucht. Das wurde natürlich dann ziemlich schnell warm. Aber gefroren habe ich auf der Fahrt nicht. Aber der Stau, ach ja, Stau habe ich morgen natürlich dann auch nur auf der Heim. Nee, habe ich auch nicht. Ich habe morgen gar keinen Stau, weil ich erst am Nachmittag hinfahre zur Arbeit und natürlich nach dem Stau erst wieder zurück, denn diese Party oder was immer das ist, Holiday Meeting, das geht von 5:30 bis 7:30. Ja, trinken kann ich auch nicht, weil ich nur nach Hause fahren muss. Aber lecker essen und alle Kollegen mal so, ne, privat. Muss ich mal andere Klamotten mitnehmen, denn meine Arbeitsklamotten muss da ja nicht unbedingt hin. Zumindest der Plan. So, jetzt schneide ich das Video hier noch zusammen und dann, ich habe die Serie Andor angefangen, ja. Das ist so eine Star Wars Geschichte irgendwie. Ziemlich so geil. Es gibt, ich habe mal geguckt nach den besten Serien, die es so gerade gibt und letztes Jahr und bla. Ich habe, glaube ich, alle schon gesehen. Also nicht alle, aber die, die ich jetzt so Action, Spannung und bla. Schon mal gucken. Und dann wollte ich auch mal Netflix ausprobieren. Ich habe ja diese Netflix-Gutscheine da. Aber ich habe auch mal Netflix gecheckt. Alles, was es auf Netflix gibt, finde ich auch auf meinen kostenlosen Seiten. Brauche ich also eigentlich nicht.